das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Er ist das moderne Gesicht der katholischen Kirche. Reinhard Kardinal Marx bat um Vergebung und um Aufklärung in all den unzähligen Fällen von sexualisierter Gewalt und deren Vertuschung. Auch in seinem Bistum gab es solche Fälle, die noch nicht aufgeklärt sind. Doch er wollte echte Reformen und er hätte auch das Breite Kreuz, um für diese zu kämpfen. Doch die Last der Schuld wog am Ende so schwer, dass Kardinal Marx dem Papst nun seinen Rücktritt anbot als Erzbischof von München und Freising. Christian Wölfel über eine Nachricht mit Donnerhall und ganz sicher mit Folgen für die tief kriselnde Kirche. Ein kleines Unwetter am Abend in München. An einem Tag, an dem ein kräftiges Donnerwetter die katholische Kirche erschüttert. Von München aus bis in den Vatikan und darüber hinaus. Die Meinungen der Menschen vor der Abendmesse im Liebfrauendom? Ob er jetzt da zurücktreten müsste oder ob der andere zurücktreten müssten, das ist hier die Frage. Wenn dann jemand hätte zurücktreten müssen, dann wäre, glaube ich, zuerst der Kölner Erzbischof Wölki an der Reihe gewesen. Ob es was hilft? Das Problem liegt woanders. Nicht darin, dass der Marx jetzt irgendwelche Funktion hat oder nicht. 3,5 Stunden früher, 5 Gehminuten vom Dom entfernt im erzbischöflichen Palais. Ein kämpferischer Kardinal Reinhard Marx tritt vor die Mikrofone. Ich bin nicht amtsmüde. Ich bin nicht demotiviert. Sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass diese Gesellschaft die Stimme des Evangeliums braucht. Aber dafür braucht es auch eine Kirche, die sich immer wieder erneuert und versucht, soweit das eben menschlich möglich ist, auch glaubwürdig ihren Weg zu gehen. Doch ausgerechnet das Ansehen der Bischöfe sei an einem Tiefpunkt angekommen, sagt Marx. Daran hat auch die Missbrauchsstudie vor gut 2 Jahren nichts geändert. Damals war Marx noch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Als solcher schob er die Reformdebatte in der katholischen Kirche, den sogenannten synodalen Weg an, um Lehren aus der Missbrauchsstudie zu ziehen. Doch die Notwendigkeit von grundlegenden Veränderungen würden manche in der Kirche noch nicht sehen und sich auf rein juristische Fragen zurückziehen. Die Verantwortung für die Institution selber. Wer soll das tun? Das kann ja nur der Bischof tun. Auch für die Vergangenheit, auch für die Zeit vor mir. Es kann ja nicht sein, dass ich zufrieden bin damit, dass mir persönlich vielleicht nichts oder nur wenig nachgewiesen wird juristisch, sondern wer übernimmt die Verantwortung für das Ganze der Kirche auch? Dabei steht auch Marx selbst in der Kritik. Als Trierer Bischof soll er in mindestens einem Fall Hinweisen auf Taten eines Priesters nicht entschieden genug nachgegangen sein. Untersuchungen dazu stehen noch aus, ebenso im Erzbistum München und Freising. Betroffene wie Agnes Wich hoffen, dass der Schritt von Marx weitere Rücktritte nach sich zieht. Vor allem derjenigen, die vertuscht haben, die gezielt gelogen haben, die gezielt Täter gedeckt haben und sich nicht mehr um die Missbrauchsopfer gekümmert haben. Der Schritt von Marx, er stelle die Betroffenen wieder in den Mittelpunkt, sagen Theologen. Und insofern setzt er ein wirklich herausforderndes Zeichen auch für alle anderen Bischöfe, die ja auch in den letzten Jahren sicher in dem einen oder anderen Fall einen Fehler gemacht haben und die sich jetzt fragen lassen müssen, wie sieht es mit deiner Verantwortung aus? An der Entscheidung von Kardinal Marx werden künftig wohl auch andere Bischöfe gemessen, in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus. Und ich begrüße den Vorsitzenden der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, den wir heute an seinem Urlaubsort erreichen. Guten Abend, Herr Bischof. Ja, guten Abend, Frau Mioska. Als Sie Kardinal Marx über dieses Rücktrittsgesuch informiert hat, wie sehr hat Sie diese Entscheidung überrascht? Ja, es war eine große Überraschung. Es war auch ein Schock, Bestürzung und Respekt. Also eine ganze Mischung von Gefühlen ist natürlich da. Aber man hat dem Kardinal seit etlicher Zeit angespürt, dass es in ihm gärt und arbeitet. Haben Sie auch gedacht, Mensch, da geht der Falsche, ausgerechnet der Reformen vorantreibt?
Ich glaube, das ist die Meinung vieler Katholiken und Katholikinnen in Deutschland. Kardinal Marx steht für die Ernsthaftigkeit der Aufarbeitung, steht für die fundamentale Krisenphänomene, die in der Kirche da sind, und steht dafür, dass es darauf fundamentale neue Antworten braucht. Das wird mit ihm verbunden. Ja. Ist das auch Ihre Meinung, dass da der Falsche gehen könnte? Ich muss sagen, ich bin deshalb bestürzt, weil ich ganz stark auf Kardinal Marx setze. Denn er ist derjenige, der als Motor etwa den synodalen Weg in Gang gesetzt hat, der ihn auch immer wieder in Richtung Rom transportiert und kommuniziert. Wir können eigentlich nicht auf ihn, seine Stimme und seine Kraft, auch denkerische Kraft, verzichten. Und ich hoffe, dass wir das auch nicht müssen, selbst wenn er nicht mehr Bischof von München-Freising ist. Mhm. Kardinal Marx spricht heute von denen, die sich hinter juristischen Gutachten verstecken und nicht bereit sind, die institutionellen Ursachen der sexualisierten Gewalt mit mutigen Reformen anzugehen. Was ist das sonst als ein Frontalangriff auf Kardinal Wölki? Nun, wenn ich Kardinal Marx höre heute Nachmittag, dann hat er bewusst gesagt, ich treffe eine höchstpersönliche Entscheidung und will nicht damit Auswirkungen auf andere Bischöfe treffen. Aber es ist natürlich eine sehr souveräne Entscheidung, die er trifft, menschlich stark und geistlich auch mutig, so wie er ist. Dieser Zeitpunkt der Souveränität ist natürlich im Erzbistum Köln überschritten. Dort gelten jetzt andere Gesetze, dort ist eine apostolische Visitation im Gang, die Zeiten sind vorbei. Mit welchen Folgen, Herr Betzing? Kardinal Wölki hat ja, ich will das noch mal zusammenfassen, zunächst ein Gutachten zurückgehalten, das zumindest mutmaßen ließ, dass er etwas zu verstecken haben könnte. Sie haben es gesagt, der Papst hat ja jetzt eigene Leute losgeschickt, um das zu untersuchen. Und Kardinal Wölki ist ein ausdrücklicher Gegner des synodalen Wegs. Also noch mal, kann der Kölner Erzbischof nach diesem Tag noch eine führende Rolle einnehmen in einer Kirche, die sich, wie Kardinal Marx sagt, erneuern muss? Das muss der Kardinal Wölki für sich entscheiden, und es spielen jetzt andere mit. Die Visitatoren und Papst Franziskus spielt mit. Klar ist aber, alle, die denken, dass die Kirche aus dieser massiven Krise herauskommen könnte durch ein paar Schönheitsreparaturen äußerlicher Art, juridischer Art, verwaltungsmäßig, die täuschen sich. Wir haben solches Systemversagen wahrgenommen, darauf kann es nur systemische Antworten geben, die fundamental sind. Diese Botschaft sendet Kardinal Marx heute sehr deutlich aus, die stärken uns im begonnenen synodalen Weg, denn genau diese Arbeit vollzieht sich dort. Wie könnte in Ihren Augen so ein Systemwechsel aussehen? Ja, wir diskutieren Fragen von Macht- und Gewaltenteilung. Da ist ganz viel möglich. Die bischöfliche Macht, das wird ja immer noch mal gesagt, hat etwas von monarchischem, etwas von vergangenen Zeiten. Es braucht Kontrolle auf jeder Ebene von Machtausübung in der katholischen Kirche. Es muss Macht geben, sonst kann man keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Aber diese Macht muss kontrolliert werden. Dann ist das Thema des Klerikalismus da. Auch da gilt es, priesterliche Macht einzuhegen, priesterliche Macht zu kontrollieren, Vier-Augen-Prinzipien überall einzuführen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Dann die Frage der Frauen in der Kirche. Wir müssen in der Frage der Gleichberechtigung von Frauen auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens weiterkommen. Und das wird nicht enden an der Grenze des sakramentalen Amtes. Das sage ich voraus und ich hoffe es auch. Einen Punkt haben Sie jetzt nicht angesprochen. Wenn wir das ernst nehmen, sagt heute der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, wenn wir die Erneuerung ernst nehmen, wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Wir können nicht hier in dieser Sendung über all das reden, was Sie gerade angesprochen haben, aber über allem steht in der Kirche ein Tabu, über das niemand so richtig reden will, dass nämlich katholische Priester auch eine Sexualität haben. Wann beginnen Sie, dieses Tabu zu brechen? Nun,
das ist kein Tabu, denn das Thema spielt in jeder persönlichen Existenz und Entscheidung natürlich eine Rolle, spielt in der Priesterausbildung eine Rolle. Aber was Sie meinen, ist die Frage, ob die Lebensweise des katholischen Priesters, der zölibatär lebt, eine Verbindung aufweist zum Missbrauch. Die Forscher sagen, es gibt keinen direkten Zusammenhang, aber der Zölibat stellt den Priester in eine solche außerordentliche Situation, oft auch verbunden mit Einsamkeit, dass es vielleicht Strukturen befördert, die zum Missbrauch führen können. Und darüber müssen wir reden. Darüber wird gesprochen. Dem dient eines der vier Synodalforen, die wir auf dem synodalen Weg miteinander angegangen haben. Und Sie sind der Meinung, dass der Zölibat in diesem Sinne überwunden werden muss? Ich bin selber ein Verfechter des Zölibates als der Lebensweise Jesu. Ein Priester, der den Zölibat glaubhaft lebt, der ihn überzeugend lebt, der aus dieser Verbundenheit mit Christus da ist für die Menschen, ist ein Segen für die Kirche und auch für die Menschen. Aber nicht alle können das. Und das ist die Fragestellung, der wir uns stellen müssen. Muss unbedingt der Zölibat mit der Priesterweihe verbunden sein? Er muss es nicht, das weiß die Kirche auch, aber es braucht da Entscheidungen. Sie würden die Diagnose unterschreiben und genauso sagen, wie es Kardinal Marx jetzt gesagt hat, die Kirche ist in diesem Punkt, an einem toten Punkt? Ja, Kardinal Marx zitiert hier Alfred Delp. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass wir in einer fundamentalen Krisensituation der Kirche sind, wie wir sie alle gemeinsam nicht kennen. Die Krise der Glaubwürdigkeit, die Krise, die durch den Missbrauch angelegt und ausgelöst worden ist, hat systemische Probleme an den Tag gebracht. Die müssen jetzt systemisch auch gelöst werden und nicht mit Schönheitsreparaturen. Bischof Betzing, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Miosga. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und zum Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx hat Tillmann Kleinjung, Leiter der Kirchenredaktion vom Bayerischen Rundfunk, diese Meinung. Wir sind an einem gewissen toten Punkt. Diese Standortbestimmung aus dem Mund eines Kardinals muss die Institution Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Reinhard Marx ist schließlich nicht irgendwer. Er gehört zu der kleinen Gruppe handverlesener Kardinäle, die Papst Franziskus bei der Reform der römischen Kurie beraten. Die Erfahrungen, die Marx in diesem Gremium gemacht hat, haben offenbar seinen Glauben in die Reformfähigkeit der Kirche nicht gestärkt. Die Rücktrittsbitte ist also auch eine versteckte Kritik an einem Papst, dem es nicht gelungen ist, Blockaden zu lösen, die katholische Kirche vom toten Punkt wegzumanövrieren. Reinhard Marx wollte etwas bewegen, wollte die richtigen Lehren aus dem Missbrauchsskandal ziehen. Dessen Ursachen sind ja auch systemimmanent. Das Männerbündische, die steile Hierarchie, der kategorische Ausschluss von Frauen von geistlichen Ämtern. Doch immer wieder tauchen Stoppschilder auf. Frauen als Priesterinnen ausgeschlossen. Die Verteilung von Macht in den Gemeinden ist schwierig in einer Kirche, in der nahezu alles auf den Priester zugeschnitten ist. Die Diskussion der letzten Zeit hätte gezeigt, dass manche in der Kirche jedem Reformdialog ablehnend gegenüberstehen, schreibt Marx dem Papst. Das klingt nach reichlich Frust über eine Kirche, die nicht lernfähig scheint. Er sei nicht amtsmüde, betont Marx, aber genervt ist er wohl schon von Bischofskollegen, die kaum eine Reformidee für diskussionswürdig halten, oder von Einsprüchen aus dem Vatikan, wo manche immer noch Einheit mit Uniformität verwechseln. In seinem Schreiben an den Papst will Marx seinen Rücktritt auch als Signal des Aufbruchs verstanden wissen. Viele haben den Glauben an diesen Aufbruch aber schon lange verloren. Die Meinung von Tillmann Kleinjung. Wie weit der belarussische Präsident gehen würde, um die Opposition das Fürchten zu lehren, das konnte die Welt schon vor knapp 2 Wochen beobachten. Als er nämlich ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk zwang, und der Blogger Roman Protasevich und dessen Freundin vor laufenden Kameras verhaften ließ. Dass die EU unmittelbar Sanktionen gegen Belarus verhängte, lässt Lukaschenko offenbar kalt. Um seine Macht zu erhalten und um seine Macht zu demonstrieren, bedient er sich Geheimdienstmethoden, wie sie nur in einer Diktatur existieren.
Erst wurde ein angebliches Geständnis des Bloggers veröffentlicht, nun ein angebliches Interview, das einen schaudern lässt. Demian von Osten und Olaf Bock. Am Ende bricht er in Tränen aus. Raman Pratasevich, der inhaftierte oppositionelle belarussische Journalist, vorgeführt im Staats-TV. 90 Minuten Interview, vieles passt nicht zu dem, was er früher sagte. Pratasevich greift die Opposition an und huldigt Machthaber Lukaschenko. In vielen Momenten ist Lukaschenko aufgetreten, verzeihen Sie den Ausdruck, wie ein Mann mit Eiern aus Stahl, trotz des ganzen Drucks. Verehren Sie ihn, fragt der Moderator. Ohne jeden Zweifel. Ohne dass seine Familie oder seine Anwältin Bescheid wussten, strahlt der staatliche Fernsehkanal UNT das Video aus. Offenbar auch, um von Pratasevich ein öffentliches Geständnis zu erzwingen. Ich habe mich schuldig bekannt, Massenproteste ohne Genehmigung organisiert zu haben. Entsetzen bei Pratasevichs Vater im polnischen Exil. Im Gespräch mit der ARD ist er sich sicher, Raman sei zu dem Interview gezwungen worden. Es ist schwer, Worten zu glauben, die ein Mensch unter Folter sagt. Sie haben ihn eingeschüchtert, haben ihm etwas angeboten, ich weiß aber nicht was. Es ist sehr gut sichtbar im Video, dass es ihm schwerfällt, diese Worte zu sagen. International gibt es deutliche Kritik an dem Vorgehen von Belarus. Das ist eine Schande für den Sender, der es ausstrahlt, und für die belarussische Führung, die nochmal ihre ganze Demokratieverachtung und eigentlich muss man auch sagen Menschenverachtung zeigt. Menschenverachtung, die Irina Scherbakowa bereits an Schauprozesse der sowjetischen Vergangenheit erinnert. Die Historikerin sagt, für Lukaschenkos Leute geht's um alles. Sie müssen diese Macht jetzt heute erhalten. Und um diese Macht zu erhalten, müssen sie alle abschrecken. Sie müssen zeigen, dass sie vor nichts Halt haben. Und sie müssen einerseits sozusagen den Gegner demütigen. Also das ist es. Das ist ja eine alte auch Tradition, würde ich mal sagen. Das Ende des Interviews, es wirkt wie das Ende eines Verhörs. Werden Sie mit den Ermittlern kooperieren, fragt der Moderator. Ich kooperiere vollständig. Und ich möchte mich nicht mehr in die Politik einmischen. Druck auf Belarus könnte vor allem dieser Mann ausüben. Russlands Präsident Putin ist Lukaschenkos engster Verbündeter. Doch Putin verbreitet heute auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg eher Desinteresse am Fall Pratasevich. Er kenne ihn nicht, sagt Putin, und er wolle ihn auch nicht kennenlernen. Nach Deutschland und zu den Wahlen am Sonntag, zu denen er zunächst gar nicht mehr antreten wollte. Eigentlich sollte nach zwei Amtszeiten Schluss sein. Doch statt um die Familie will sich der 66-Jährige nun doch noch mal um die politische Heimat kümmern. Wohl auch aus Sorge, sein Land könnte nach rechts abrutschen oder gar von rechts regiert werden. Nach jüngsten Umfragen liegt die AfD nur knapp hinter der CDU. Rainer Haseloff wird nicht müde zu beteuern, seine CDU werde niemals mit der AfD zusammenarbeiten, aber es gibt genügend andere, nicht so eindeutige Stimmen in seinem sachsen-anhaltinischen Landesverband. Über einen Zweikampf, bei dem es um mehr geht als nur um politische Mehrheiten, Ole Hilgert. Wahlkampfabschluss der AfD am Abend auf dem Magdeburger Domplatz vor rund 250 Anhängern. Begleitet von Gegenprotesten gibt sich die Partei siegesgewiss. Wir werden am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt die stärkste Kraft. Und wir werden damit ein Zeichen setzen, ein Zeichen für den unbeugsamen Freiheitswillen der Deutschen. Tatsächlich könnte die Partei einigen Umfragen zufolge erstmals bei einer Landtagswahl auf Platz 1 landen, auch wenn sich der Spitzenkandidat im Interview in Zurückhaltung übt. Ich hatte ja immer schon gesagt, so zwischen 23% und 26%, das würde ich mir wünschen, damit wäre ich auch zufrieden. Und wenn wir nachher einen Prozentpunkt vielleicht sogar vor der CDU wären, dann würde ich eine richtig große Flasche Sekt aufmachen. Zur gleichen Zeit Endspurt bei der CDU, allerdings rein digital. Der Ministerpräsident wirbt auf den letzten Metern um jede Stimme. Wenn trotzdem die Hälfte der AfD-Wähler mich als Ministerpräsidenten haben wollen, merkt man doch, dass diese Wähler nicht verloren sind. Dass wir eine Chance haben,
wenn wir konzertiert als demokratische Parteien zusammenstehen. Wahlkampf wurde in den vergangenen Wochen ganz unterschiedlich gemacht. Auf der einen Seite die AfD, meist schrill und provokant. Der Landesverband Sachsen-Anhalt gilt als besonders weit rechts außen, in Teilen rechtsextremistisch. Auf der anderen Seite Rainer Haseloff, der Amtsinhaber, mit klassischen Auftritten, soweit es die Pandemie erlaubte, und der Frage, ob der Unionskanzlerkandidat beim Wahlkampf helfen kann gegen die AfD. Hier ist eine Partei, die macht nur Sprüche, nutzt die Unsicherheit der Menschen aus für ihre Sprüche, und der stellt sich entgegen, ein Ministerpräsident, der handelt, der Präsident des Bundesrates ist, der sein ganzes Gewicht für Sachsen-Anhalt in diesem Strukturwandelprozess eingebracht hat. Mit ihm sei eine Zusammenarbeit oder gar Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Das hatte Haseloff im Wahlkampf mehrfach betont und musste es wohl auch. Denn aus seiner eigenen Fraktion hatten immer wieder einige offen mit der AfD sympathisiert. Auch deshalb hatte es zwischen CDU und dem grünen Koalitionspartner häufiger gekracht. Und jetzt, die Grünen wollen weiter regieren und hoffen, vom Bundestrend zu profitieren. Wenn wir glücklich sind, dann schaffen wir die 10%, aber es wird schon ein gutes Ergebnis sein. Es ist aber auch notwendig, dieses Ergebnis, um die Grünen in die Regierung zu bringen und damit die anderen Parteien sowohl auf einem ökologischen wie auch auf einem verlässlichen politischen Kurs zu halten. In der Regierung bleiben will auch die SPD. Doch ob sie weit über 10% kommt, ist fraglich. Die FDP dürfte nach 10 Jahren wieder in den Landtag zurückkehren und womöglich zu einem gefragten Koalitionspartner werden. Etwa, wenn es nicht erneut für Kenia, also Schwarz-Rot-Grün, reicht. Regieren würde auch die Linke gerne, allein es fehlen ihr die Koalitionsoptionen. Noch 2 Tage bis zur Wahl und viele in Sachsen-Anhalt schauen gespannt aufs Duell um die Spitze und auf die Frage, wird die CDU stärkste Kraft im Land bleiben. Jetzt zur neuen Normalität, die mehr und mehr zur alten wird. In Mecklenburg-Vorpommern können von heute an wieder Gäste aus ganz Deutschland Urlaub machen. Die Strandkörbe füllen sich. Und in Bayern? Lange ein Corona-Hotspot, wird der Katastrophenfall aufgehoben. Man kann wieder essen und trinken gehen, draußen und bald sogar auch wieder drinnen und wieder mehr Menschen treffen. All das ist nur möglich, weil immer mehr geimpft werden und ab Montag sogar jeder, der will, geimpft werden kann. Aber ob das auch so sein wird, Jan Koch. Die Erwartungen sind groß ab Montag, wenn weitere geschätzt 30 Millionen Deutsche nun auch auf einen Impftermin hoffen dürfen. Genau darauf habe ich gewartet und das wollte ich dann auch ausnutzen und dann direkt am Montag auch einen Termin machen. Ich hoffe, dass es klappen wird, dass auch jüngere Leute sich impfen können wie ich, aber ich weiß nicht, ob es so schnell gehen wird. Ich denke, dass es einen großen Run geben wird und viele Leute frustriert sind. Und dass die Leute nicht so glücklich sein werden, weil sie einfach keinen Termin bekommen. Viele werden es hier versuchen, in den Arztpraxen. Rheinbach bei Bonn, hier gibt es heute 30 Impfdosen. Wie es kommende Woche aussehen wird, die Liefermenge immer noch unzuverlässig. Daher kritisieren viele Hausärzte den 7. Juni als viel zu früh. Es ist eine politische Entscheidung. Medizinisch hätte man sagen müssen, man kann die Dämme erst dann entriegeln, wenn man ausreichend Impfstoff hat. Das würde also Ende Juni sein. Damit wird automatisch jetzt der schwarze Peter in die niedergelassenen Praxen reingeschoben. Ist nicht schön, politisch verständlich, aber wie gesagt, der schwarze Peter ist jetzt bei uns. Viele Praxen seien noch nicht durch mit dem Impfen ihrer vorher kranken Patienten. Sie dürften nicht vernachlässigt werden. Daher seine Bitte, kein ständiges Anrufen. Viele Impfwillige hoffen nun auf den Impfstart in den Betriebspraxen, wie hier im unternehmenseigenen Impfzentrum des Leverkusener Chemparks, zu dem Firmen wie Bayer, Lanxess oder auch Currenta gehören. Wochenlang haben sie gewerkelt. Nun bekommen sie für die kommende Woche 3.000 Dosen für ihre knapp 40.000 Mitarbeiter. Damit seien sie erstmal zufrieden. Alle sind im Prinzip so ein bisschen auf offener See mit dieser Impfstoffplanung. Deswegen will ich da gar keine Kritik äußern, sondern wir versuchen uns einfach flexibel und offen anzupassen. Klar mit einer Erwartungshaltung, dass wir auch fair und offen beliefert werden. Kritik übt allerdings der Bundesverband der Betriebsärzte. Es hätte mehr sein können. Für die kommende Woche sind gut 700.000 Dosen für die Betriebe reserviert. Im Schnitt gut 120 je nach Betriebsgröße. Die Mehrheit aller Impfdosen wird weiterhin hierhin gehen, in die Impfzentren.
Doch in vielen Zentren wird es zunächst nur Zweitimpftermine geben, wie hier in Köln. Erstimpfungen erst wieder in wenigen Wochen. Es hat jeder ein Recht auf einen Impftermin, völlig richtig, aber nicht am Montag. So, und es ist immer noch Impfstoffmangel und die Leute brauchen Geduld und müssen in ihrem Umfeld sehen, und das ist das Klügste, wo sie da an einen Impftermin kommen, am besten im Kreis ihrer Ärzte, wo sie auch bekannt sind. Wo wir wieder bei den Ärzten wären, die ja auch an ihre Grenzen stoßen, die Terminchancen also gering. 30 Millionen weitere Deutsche könnten sich ab Montag impfen lassen, doch zu wenig Impfstoff für zu viele Menschen heißt weiterhin Geduld. Und wir bleiben noch beim Thema Corona. Es gibt Erleichterungen für Reisende. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber. Wegen sinkender Infektionszahlen streicht die Bundesregierung unter anderem Italien, Tschechien und große Teile Österreichs von der Liste der Corona-Risikogebiete. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland einreist, muss von Sonntag an keine Beschränkungen mehr beachten. Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen. Die Türkei, Schweden und Litauen wurden von Hochinzidenz zu Risikogebieten herabgestuft. Die Bundesregierung erwägt eine Solardachpflicht beim Wohnungsbau. Laut einem Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm ist vorgesehen, bei Neubauten und größeren Dachsanierungen von 2022 an die Installation von Solarzellen vorzuschreiben. Der Verband Haus und Grund äußerte die Befürchtung, dass Bauen und Wohnen künftig deutlich teurer werden könnten. Am 32. Jahrestag des Massakers vom Tiananmen-Platz in Peking hat es in Hongkong trotz eines offiziellen Verbots eine Mahnwache gegeben. Die Polizei nahm mehrere Teilnehmer fest. Einige hundert Menschen hatten sich versammelt, um an die brutale Niederschlagung der Studentenproteste von 1989 in Peking zu erinnern. Damals waren Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende Demonstranten ums Leben gekommen. In Hongkong waren Gedenkfeiern das zweite Jahr in Folge untersagt. Die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren in Wien. Mayröcker zählte zu den renommiertesten Autorinnen im deutschsprachigen Raum. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Georg-Büchner-Preis. Ihr jüngstes Werk, Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, stand auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und noch eine Meldung vom Sport. Der deutsche Handballpokalsieger 2020 heißt TBV Lemgo Lippe. Die Ostwestfalen gewannen das Corona-bedingt jetzt erst ausgetragene Finale vor 2000 Zuschauern in Hamburg mit 28-24 gegen die MT Melsungen. Bereits zur Pause führte Lemgo mit 15-12. Die favorisierten Melsunger konnten sich gegen die gute Abwehr des Gegners nur selten durchsetzen. Spielerisch besser das Team vom TBV Lemgo Lippe, das am Ende zum vierten Mal den DRB-Pokal gewinnen konnte. Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter oder besser Unwetter, Carsten. Ja, genau so sieht es aus. Vor allem heute am späten Nachmittag und jetzt am Abend gab es im Westen und in der Mitte verbreitet unwetterartige Gewitter. Und wir haben hier mal die sechsstündigen Niederschläge anhand der Radarbilder zusammengesucht. Überall da, wo es hier so rot bis pink Kleckse gibt, da waren es mehr als 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur 1 bis 2 Stunden. Das reicht für Überschwemmungen. Und die nassesten Orte haben wir mal herausgesucht, abgeschätzt aus diesen Bildern in Weisenbach im Murgtal bei Rastatt. Dort kamen 140 Liter sogar herunter. Zwischen Pulheim und Dormagen und auch im Siebengebirge waren es rund 100 Liter. Und auch im hessischen Neuansbach im Hochtaunuskreis, das ist dieser klitzekleine Klecks, da waren es ebenfalls 100 Liter pro Quadratmeter bei einem schweren Gewitter. Und da haben wir uns Bilder erreicht und die zeigen, dass diese 100 Liter nicht einfach nur ein paar Keller volllaufen lassen, sondern ganze Straßenzüge stehen unter Wassermassen. Und es geht weiter mit diesem Regen. Das hier ist das aktuellste Radarbild von 22 Uhr. Und unser Hauptaugenmerk gilt diesem roten Bogen. Das ist eine ziemlich gefährliche Gewitterlinie, die gerade hier von der Pfalz Richtung Rhein-Main-Gebiet, Richtung Frankfurt vorankommt und in den nächsten 1 bis 2 Stunden über die Stadt hinwegziehen wird.
Dann aber, in der zweiten Nachthälfte, beruhigt sich das Wetter zunächst erstmal ein bisschen, bevor es sich dann morgen im Verlauf des Tages neu formiert, allerdings ein bisschen weiter östlich. Also die Hauptgewitterlinie morgen erwarten wir vom südlichen Niedersachsen über den Norden Hessens und Thüringen hinweg bis Richtung Bayerischer Wald. Eine zweite Gewitterlinie wird sich am Alpenvorland von West nach Ost hinweg bewegen, dort möglicherweise auch mit Sturmböen. Die Temperaturen nachts meist 12 bis 17 Grad. Tagsüber wird es im Osten am wärmsten, wo noch keine Gewitter ankommen. 28 bis 29 Grad können es zum Beispiel in Berlin-Brandenburg werden. Im Westen hingegen nur 20 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten. Wechselhaft mit Schauern und Gewittern geht es weiter. Vor allem am Sonntag auch mit etwas tieferen Temperaturen. Und das heißt auch, der Atmosphäre wird in den nächsten Tagen so ein bisschen die Energie genommen. Danke, Carsten Schwanke. Und allen Unwettern zum Trotz wünschen wir Ihnen natürlich einen schönen Start ins Wochenende. Hier geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Dresden und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.